In der Zentrale der Grazer Sicherheitsfirma Brafts laufen die letzten Vorbereitungen für den Schutz der VIPs am Opernball auf Hochtouren. Wolfgang Brafts, Eigentümer der Firma, ist ausgebildeter und geprüfter Personenschützer. Er stellt sein Team heute vor eine letzte Generalprobe. Ja, ja, dass man deshalb aus einem Feinschliff machen, ja, dass unser Auftreten am Opernball 2010 wirklich professionell ist und alle beeindrucken soll. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Dafür haben wir jetzt wirklich monatelang geübt. Und ich muss sagen, meine Begeisterung ist groß. Ich bin aber schon froh, jetzt wenn es endlich begonnen hat und der Vordruck ein bisschen weg ist. Wir bereiten uns auf den Opernball vor. Ja. Wir werden ein paar Sachen simulieren im Prinzip. Ja. Ein Schusswechsel, ein Angriff mit einer Granate. Und werden wir schauen, wie gut sie unter Stress funktionieren können. Alle Opfersbereiten herstellen im Prinzip und wir fahren los. Jeder Personenschützer hat einen Waffenschein und wurde auf den Gebrauch der Schusswaffe ausgebildet. Diese Situation gehört geübt, stellt aber nicht die Hauptbedrohung dar. Es gibt mehrere Klassifizierungen von Tätergruppen. Das wird religiöse, die eigentlich ganz gefährlicher ist. Ja. Da natürlich eine kriminelle Absicht könnte haben, er könnte sich bereichern, ja, in Führung. Aber für uns ist der Attentäter im Prinzip, ja, der selbst Aufsehen erregen möchte, wie zum Beispiel beim Fußballspiel ein Flitzer, ein großer Faktor. Und in unserer jetzigen Wirtschaftszeit im Prinzip, dass die Wirtschaft nicht so gut ist, könnten vielleicht viele Leute das nicht gut heißen, dass man für viel Geld einen Star aus dem Ausland holen könnte und dadurch eine böse Absicht haben. Am Flughafen in Graz übt das Team nochmals den sicheren Abtransport des Stargastes vom Baumeister Richard Lugner. Ein Fuhrtrupp hat bereits mit der Polizei Kontakt aufgenommen und sich für alle Fälle gerüstet. Emir, hast du bereits Kontakt hergestellt? Da vorne geht's links rein. Okay. Eingang. Dort stehen die VIPs und Basti. Okay. Wir haben alles informiert. Mit Toiletten, alles. Polizei weiß Bescheid. Polizei weiß Bescheid, alles informiert. Passt. Also im Prinzip, wenn du das Kommando gehst, als Erster, sagst du sie weg und wir gehen los. Okay. Gehen wir. Kurzer Informationsaustausch. Wir haben natürlich jetzt ein pompöses Auftreten im Konvoi fahren, alles dann gleich anzogen. Die Polizei muss informiert sein, ja, das ist ganz wichtig. Wir möchten die VIPs auf WC gehen, dass wir ortskundig sind und jetzt von einer Situation sind, wo wir nicht weiter wissen. Und im Prinzip übernimmt jetzt der Vorkundungstrupp das Kommando bis zur Übergabe der VIPs. Guten Tag, Brafts Wolfgang, ich bin der Kommandant des Personenschutzteams. Grüß Gott, ich hoffe, der Flug war gut. Gehen wir gleich zum Auto, wir haben alles vorbereitet. Okay. Freundlichkeit und das Wohlbefinden der Gäste ist für Wolfgang Brafts besonders wichtig. Kurz darauf lauern schon die ersten Fallen auf das Team. Unangemeldete Reporter bedrängen den Stargast um ein Interview. Die Jungs haben eine gute Arbeit gemacht. Ich natürlich wusste, was passiert, ja, dass da im Prinzip ein Reporter auf uns zukommen. Ja. Aber wichtig, sie haben abgehalten worden, sind schnell ins Auto gebracht worden, Opfersbereitschaft wird hergestellt und wir können schon fahren. Beim Betreten des Hotels Marriott kommt es zu einem Problem und Wolfgang Brafts bricht die Übung kurzerhand ab. Es passen nicht 6 Leute in das Drehterminal da vom Eingang im Prinzip. Wichtig ist mir, dass ein Personenschützer mit den VIPs mit hineingehen, sich anmeldet. Der Recht ist im Hintergrund, ja, was du das Auftreten so extrem pompös und der Rest blockiert die Eingangstüren, damit die Reporter nicht noch hinein können. Ja. Ich würde jetzt nehmen nochmal jederzeit Position, wir legen nochmal auf. Im Prinzip die Situation hat jetzt wunderbar geklappt, genau wie wir vorgestellt haben. Der zweite Teil fährt noch hinein, die Türen sind jetzt zu, es kommt keiner mehr hinein, genau so wie es sein sollte. Und das, man kann jetzt die Psychiater selber fragen, das Wohlbefinden war ganz ein anderes, weil es einfach viel ruhiger abgelaufen ist. Ja. Beim ersten Mal reingehen waren wir wahrscheinlich viel zu viele Leute in der Drehtür. Also das ist dann beim zweiten Mal besser gewesen, weil es einfach nicht geht, dass man jetzt zu 5, zu 6 oder zu 7 in einer Drehtür drinnen steckt. Es wird im Prinzip sein, dass wir die VIPs jetzt sagen, wir möchten gerne ein bisschen, bevor wir aufs Zimmer gehen, einen kleinen Spaziergang machen, um einen kurzen Weg zum Auto zurückzulegen, da ein bisschen Bedrängnis kommen und es wird ein kleiner Angriff kommen. Um wirklich für alle Gefahrensituationen gut vorbereitet zu sein, müssen auch Extremsituationen geübt werden. Wichtig ist, der Rückzug muss passen, die VIP muss weg sein und dann in mehrere Kreise, mehrere Ringe die Sicherung aufbauen. Es hat genau gepasst. 2 waren vor der Tür, 2 würde der Täter durchkommen, waren 2 dahinter im Prinzip, das nächste Hindernis wären. Ja. Die VIP war aus dem Gefahrenbereich war weg. Ja. Lagerinformation, Attentäter ausgeschaltet, wir kommen zurück. Man muss damit rechnen, dass man getroffen wird. Ja. Es muss nicht immer eine Waffe sein. Es kann ein Messer sein, es kann Mehl sein, es können Eier, es können Tomaten sein, es kann ein Ziegelstein, ein Pflasterstein sein. Ja. Wir müssen einfach das im Herzen tragen. Bei jedem Einsatz. Ja. Man darf nie die Gefahr unterschätzen. Auch wenn
wir sagen, ja, heute wird nichts passieren, heute ist nur Kleinigkeit oder sonst irgendwas. Es kann immer was passieren. Ja. Deswegen ist Angst ganz wichtig. Angst ist Vorsicht. Es macht mich einfach vorsichtig und nicht überheblich. Es ist immer wichtig, dass man am Boden bleibt und auf alles denkt. Ja. Man kann nie was ausschließen. Nie. Es kann immer was passieren. Zum Glück war alles nur Übung. 2 Monate Vorbereitung auf den Opernball gehen zu Ende. Die letzten kleinen Fehler werden analysiert und das Team erhält letzte Tipps von Wolfgang. Im Vordergrund steht immer eines, ja, und das ist das Feedback der VIP und der Schutz der VIP. Ja. Wenn nur das passt, ja, dann haben wir gewonnen. Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist, und damit möchte ich die Übung beenden, mich bedanken bei allen. Und ich freue mich auch wirklich mit euch in ein paar Tagen am Opernball zu arbeiten.